Ein Handschlag unter Nachbarn, der nicht selbstverständlich ist. Silas Mukyo war 11 Jahre alt, als bewaffnete Männer seine Eltern und Geschwister töteten. Heute lebt er Seite an Seite mit Matthias Mutirahikwa, einem der Täter während des Völkermords. Ich hatte Angst vor Matthias, als ich herausfand, dass ich hier neben einem der Täter wohne. Aber er hat sich als guter Nachbar erwiesen. Er sagte mir: Silas, auch wenn ich Menschen umgebracht habe, ich bereue meine Taten. Rückblick. Vor 20 Jahren geschieht in Ruanda ein grausamer Völkermord. Innerhalb von 3 Monaten töten Hutu-Milizen 800.000 Tutsi und moderate Hutu. Das Morden beendet der heutige Präsident Kagame mit seiner Rebellenarmee. Er hat aus Ruanda ein aufstrebendes Land mit schnell wachsender Wirtschaft gemacht. Der Preis aber ist hoch. Kagame regiert mit harter Hand, Medien werden zensiert, die Opposition unterdrückt. Einmal im Monat müssen alle Ruander zum Umuganda unbezahlt zusammenarbeiten für die Gemeinschaft, egal ob Opfer oder Täter. Ein Teil von Kagames Aussöhnungsstrategie. Uns unsere Geschichte vor Augen zu führen, macht uns stark, um ein neues Ruanda aufzubauen. Das wünschen sich auch Silas und Matthias. Sie besuchen wie in jedem Jahr in diesen Tagen zusammen eine Gedenkstätte. Denn die traurigen Spuren der Vergangenheit sind auch für sie ein Teil des neuen Ruandas.